brauche erstmal einen Schluck. Das werde ich jetzt mal kurz an mich nehmen. Diese ganzen Sachen werde ich mal. Ein Revolver, sehr gut. Ein Ersatzrevolver, den werden wir erstmal hier lassen. So. Die ganzen Schränke werde ich dann looten ohne das Licht. Jo. Weil. So. Weil es einfach dann das Gas zu. Oder das Öl in dem Fall zu schade dafür ist. So. Wir werden gleich am Eingang nochmal den Karton zerlegen. Und die Kiste zerlegen. Vielleicht ist da unten, da drunter nochmal was, was wir nochmal benutzen können. So, Metallregal hier. Das werden wir morgen früh machen. Ja, ich weiß. Wir werden aber erstmal hier alles durchlöten. Und es richtig absurd müde machen. Sehr gut. Nochmal einen Spind aufstemmen, bitte. Sehr gut. Sehr gut. Hallo. Tja. Super gut. Hier ist nichts drin. Das, da hinten den Karton werden wir jetzt auseinandernehmen. Und Klettersocken, getragene Arbeitshandschuhe und die Kiste dort hinten. Vielleicht ist dahinter nochmal was versteckt. Natürlich ist jetzt halbe Stunde für drei Zunder. Ein Witz. Das ist einfach viel zu viel Zeit für das, was wir dann daraus kriegen. So, eine Stunde. Wir werden jetzt definitiv nicht die Zeit verschwenden. Also, nicht die Zeit verschwenden, sondern nicht die, das Material verschwenden. In Form von Werkzeugen. Wenn wir es können, wenn wir die Zeit dafür haben. Hier ist nichts mehr drin. Okay. Das heißt, wir werden jetzt hier in dem Spind erstmal Kleidung gucken. Wir haben hier eine Kampfhose. Schon mal insgesamt besser. Die werden wir jetzt reparieren. Das Gute ist, wir können die Sachen reparieren, obwohl wir sackmüde sind. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist sehr gut. Anziehen und reparieren. Solange es noch hell ist. Wenn wir den ganzen Kram reparieren. 40 Minuten, das müssen wir nochmal mit dem Durst noch hingehen. Ja. Wir werden jetzt hier nochmal kurz was. So. Inhalieren. Das nicht, aber dafür das hier. Das müssen wir noch kochen. Das werden wir jetzt essen. Wir werden jetzt nämlich gleich auch schlafen gehen. Deswegen riskieren wir jetzt das zu essen. Und das Hundefutter. Hundefutter, muss ich sagen, ist echt gut für den, für das, was rauskommt. Viel Kalorien, ein bisschen Wasser noch, noch dabei. Ist echt gut. So. Aktion zerlegen.
Wir hatten hier. Das ist 77. 88. Dann werden wir das hier. Werkzeug, das hier weglegen. Gucken wir nach, was wir noch haben. Das legen wir außen hin. Wir werden das hier gleich nochmal schärfen. Dann ist das auch schon mal weg. Und zwar werden wir auch komplett schärfen. Oh Mist. Noch 5%. Trotzdem legen wir das mal. Nee, wir können das nicht weglegen. Das ist zu schade. Wir haben echt noch viel Kram, ne? So, mach mich hier drauf. Und wir gehen jetzt mal kurz raus. Und werden da nochmal schön den Vorratsbunker besprühen. Aus nochmal den ganzen Kram hinlegen. Und zwar ganzen Kram. Die Dose und so weiter. Das, was geht. So richtig verlaufen können wir uns ja nicht gerade. Verstauchtes Handgelenk. Wir hatten ja das hier verwenden. Lager. So. Und wir werden das olle Ding nochmal benutzen. Verwenden. Und zwar einen Pfeil. Okay, ein. Ja. Einen Pfeil hier hin machen. So. Inventar, das hier ablegen. Wenn wir die eine Dose nochmal hier hinlegen. Das dann nicht, aber so, Feuer machen. Wir müssen nämlich noch mal ein bisschen Wasser machen. Wir haben nicht wirklich Wasser. Brennstoff hinzufügen. So. Wasser. Das hier. So. Und jetzt werden wir hier nochmal garen. Und zwar das ganze Zeug. Solange es geht. Nicht wahr? Das hier. Kaffee haben wir genug. Wir werden noch mal ein, zwei, drei Tees machen. Kaffee haben wir echt genug. Können wir noch was garen? Hier, Kräutertee. Eine Stunde haben wir noch. Nochmal garen. Ich habe kein Wasser mehr.
Nochmal 2 Liter. Ach Mist. Na, sowas aber auch. Oh, einfach nicht aufs Feuer geachtet, ich dussel. Aber nun gut. Come on, Little Fire, come on. Was kann auch mal passieren, dass ich einfach nicht aufs Feuer achte? Nochmal, so. Und noch getrunken, ach Mann. Aber gut. Nun. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Oder Tee? Jetzt haben wir 3 Tees. Komm, noch mal ein Tee. Das wird dann alles sein. Jo. Mach ich das hier noch mal. Erhitzen. Dürfen wir wieder voll sein. Mit Hunger. Ich muss mal Verband anlegen. Neun Verbände. Ich muss echt hier was liegen lassen. Ja, mal eine Stunde schlafen, bis das Feuer durch ist. Also bis das Wasser durch ist. Aufheben. Ich weiß. Ich habe jetzt hier 1, 2 Dosen. Eine Fackel werde ich jetzt nehmen und in den Bunker laufen. Den Topf lasse ich hier. Ein bisschen Essen habe ich noch da. Also jetzt habe ich, dank des Topfes habe ich jetzt ein bisschen Trinken. Warte, ich muss mal kurz das Holz hier liegen lassen. Wenn ich noch Holz hier liegen habe. Wenn ich noch Holz am Mann habe. Ja. Das hier. Ablegen, ablegen. Eine Kohle müsste reichen. Alle umlagern. Das müsste jetzt auch reichen. Perfekt. So. Verbringen wir die Nacht jetzt hier im Bunker. Aber den Schrank voll machen, dann können wir schön die Nacht im Bunker verbringen. Genau. Einmal hier den ganzen Müll abladen, den wir nicht brauchen. Das hier. Handschuhe. Waren die hier? So. Das hier. Jo. Das behalte ich jetzt hier. Das hier auch. Das hier auch. Den ganzen Krempel einfach mal ein Kilo umlagern. Perfekt. Das verarbeite ich gleich. Umlagern. Das ist schon mal sehr gut. Das lasse ich hier. Die lasse ich hier. 1, 2 lasse ich hier. Das lasse ich hier.
Sind wir mal ganz ehrlich. Wir werden jetzt nur von A nach B laufen. Das nehme ich mit für den Fall. Die werde ich nicht benutzen. Die Pfeile dafür habe ich eine Schusswaffe. Oder zwei, wenn man es genau nimmt. Das da werde ich hier liegen lassen. Die für den Fall, dass ich es brauche, nehme ich mal mit. Alles umlagern. Alles umlagern. Ich habe noch Tee mit, falls ich es brauche. Ich nehme die schlechteren Antibiotika mal mit. Vier umlagern. Umlagern, so. An sich gar nicht so schlecht. Das werde ich nochmal hier liegen lassen. Jo, passt ganz gut. So ist ja die Frage nur Revolver, Werkbank, Aktenschrank. Hier müssen wir, genau, das ist das Bett. Aber erstmal werden wir hier unseren Kram noch zu Ende essen. Das, was geht. Trinken. Fünf Stunden, also kann ich noch mal ein paar. Schlafen wir mal eine Runde. Und dann auf zum Wolfsberg. Natürlich. Inventar. Ach, das kann ich ablegen. Sehr gut. Verwenden. 10 Stunden. Ach. So. Dann kann ich dir eine Dose schon mal hier liegen lassen, was sehr gut ist. Ich kann immer noch nicht hochklettern, ne? Nee. Ach, so ein Mist. Kann ich hochklettern? Ich kann hoch. Ja, ich weiß, dass ich hochklettern kann, aber ist das Wetter gut genug dafür? Natürlich nicht. Ach. Das heißt, wir werden noch mal ein paar Stunden schlafen, damit wir schön ausgeruht sind. Es ist eh noch zu kalt. 3 Stunden schlafen.